Hätte ich gerne gehabt. Hallo Axel, du hattest eben eine Session zum Thema Community. Was hat dich dazu inspiriert oder was hat dich dazu bewegt, zu dem Thema die Session zu halten? Ja, hallo, vielen Dank erstmal für diese Möglichkeit. Ja, was hat mich dazu bewegt? Ich beschäftige mich mit dem Thema E-Learning. Da ist es mittlerweile so, dass dieses Thema Social Learning immer mit zu den Anforderungen gehört, wenn jemand eine Lösung oder ein System einführt. Und meist gehört dann auch dazu, eine Community zu integrieren. Und mich hat interessiert, was für Faktoren sind denn wichtig, damit so eine Community auch läuft? Wie kann man die ermöglichen? Das war so der Hintergrund, weshalb ich das angestoßen habe. Bist du selber dann auch aktiv in verschiedenen Communities? Ja, ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar in einigen Communities bin, aber mehr so der Consumer. Also ich lese gerne, ich kommentiere vielleicht mal. Also ich nutze das mehr so für Informationen oder für Fragen mal. Und jetzt in unserer Session hier, hast du viel daraus lernen können? Also war es was, es war ja mehr so eine Diskussion. Du hast eine offene Frage gestellt. Was hast du genau mitgenommen aus deiner eigenen Session? Ja, ich habe wahrscheinlich mehr gelernt als die Teilnehmer von mir. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass man doch unterscheiden sollte zwischen Communities, die aus so einer Lerngruppe entstehen oder die vielleicht dafür gedacht sind, dass sie Bestandteil eines Lernszenarios sind. Da kennen sich oft die Teilnehmer schon. Da ist es dann teilweise einfacher, so eine Community anzustoßen. Schwieriger wird es, wenn man das in einer Organisation ermöglichen möchte. Auch das habe ich gelernt, dass man dann nicht davon ausgehen sollte, dass man diese Community aufbauen kann. Man muss sie ermöglichen. Und da haben wir heute den schönen Begriff des Gärtners gehört, den ich hier nochmal aufgreife, der so ein paar Mitstreiter dann sucht und so eine Community ja anstößt und ans Laufen bringt. Toll, vielen Dank, Axel. Danke auch für den Anstoß und für die Session. Und ich fand es übrigens auch sehr interessant und toll. Und ich habe auch viel gelernt. Dankeschön. Okay, ja, vielen Dank für dieses Interview und noch viel Spaß hier im Barcamp. Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön.